der Rückhandseite spielen. Rückhand, Rückhand. Denke ich, kann Bardon wirklich den Ball halten. 3-2. Jetzt hat er das gut gemacht, gut mit der Rückhand aufgemacht und jetzt auch endlich mit Vorhand einmal gepunktet. 4-3. Aber eben wann immer Achanta Kamal in der Lage ist, mit der Vorhand sich Platz zu machen und mit der Vorhand aus der Rückhand umzulaufen, weil der Ball von Bardon etwas zu passiv gespielt wird. Da punktet er direkt. Da kann Bardon ihn nicht halten. Bardon muss wirklich versuchen, in diese Rückhand-Rückhand-Diagonale zu kommen. Und vielleicht, so wie jetzt, Achanta Kamal zu Fehlern mit der eigenen Rückhand zu bringen. Sechste für Führung für Bardon. 1-2 Fehler mehr von Achanta Kamal mit der eigenen Rückhand. Gute Aufschlagvariante. Nicht das erste Mal, dass Bardon dort Schwierigkeiten hat mit dem Gegenläufer von Achanta Kamal. Und das ist eigentlich der beste Ball. Ich hatte es vorher schon erwähnt. Immer wieder, wenn er die Möglichkeit hat, sich Platz zu machen, um mit der Vorhand aus der Rückhandseite aggressiv zu spielen. Da kann Bardon ihn nicht halten. Hat er auch gut platziert. Ein Tickchen mehr in die Mitte rein. Nicht genau in die Rückhand von Michael Bardon. Und Bardon auf der anderen Seite muss versuchen, Achanta dazu zu bringen, seine eigene Rückhand einzusetzen, in diese Rückhanddiagonale zu kommen. Will er hier im Spiel bleiben? Das ist dann richtig kompliziert. Ball war einfach zu kurz. Sehr, sehr guter Gegenspin von Achanta Kamal. Patrick Franziska zeigt nochmal den Unterarmzug von Achanta Kamal, der wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau ist. Wieder diese Aufschlagvariante. Das macht Achanta Kamal wirklich ganz gut, auch diesen Aufschlag ein bisschen über den ganzen Tisch zu verteilen, nicht nur in die Rückhand, sondern auch in die kurze Vorhand. Und als ob er mich gehört hätte und mich Lügen strafen wollte, macht er jetzt einen Aufschlagfehler. Das Spiel ist deutlich offen jetzt. Jetzt 9-8 Führung. Das war eigentlich gut gespielt. Auch von Bardon gut gespielt nach dem kurzen Rückschlag. Tief in Rückhand auf diesen Ball. Das ist vielleicht diese Diagonale, die Bardon eben braucht. Aber jetzt auch parallel eröffnet. Ich muss sagen, auch wenn es eben im zweiten und dritten deutlich knapper war, ich finde, Achanta hat hier wirklich eine ziemlich gute Leistung bislang geboten. Hat das sehr, sehr, sehr routiniert runtergespielt, gute Platzierungswechsel gemacht. Und ich glaube, dass Achanta Kamal sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Bardon ist noch im Spiel, guter Gegenspin da. Da dachte ich eigentlich schon, das wäre der Matchball, das wäre der Matchgewinn.
bleibt dabei, bleibt im Rennen. Zehn zu zehn, eigener Aufschlag. Und da trifft er einen mehr, sehr, sehr gut gemacht. War das ein klein wenig der sogenannte Fluch des Kommentators, der den Sieg schon etwas früh Achanta Kamal zugesprochen hat. Michael Bardon kommt zurück und das ist das Schöne am Tischtennis, das kann so schnell gehen. Und noch einmal mit dem Glück des Tüchtigen, so schnell kann das gehen. 2 zu 0, 10 zu 8. Und es sah wirklich alles nach einem 3 zu 0 aus. Und es wäre auch aus meiner Sicht so in der Höhe in Ordnung gegangen. Aber so schnell können 4 Punkte den Verlauf eines Matches auf den Kopf stellen. Wollen mal schauen, in welche Richtung sich das alles jetzt hier entwickelt. Was Danny Heister zu Achanta Kamal sagt. If you play fast, you have to make one step back. You first kick him. Yeah? Then he has problem to block, and then you can go in the ball. Yeah? Most important thing is, you know, walking around a little bit. Yeah? That you keep the tension and play. Ich denke, das war ein klein wenig schon, dass auch Achanta Kamal damit mit dem Gedanken gespielt hat, den nächsten Punkt, der ist meiner, dann ist das Match für Borussia Düsseldorf entschieden. Und so hat er vor allem bei 10 zu 9 ein bisschen eine falsche Distanz zum Tisch gehabt. Der Rückschlag von Bardon war etwas länger, hat ihn etwas angegriffen, etwas überrascht. Ist immer ganz wichtig, dass man, wenn man mit Vorhand Topspin zum Ball kommt, dass man erst klein wenig zurückgeht und die richtige Distanz hat, um dann nach vorne in den Ball gehen zu können. Wie dem auch sei, Bardon ist im Spiel zurück. Achanta schlägt auf. Eigentlich zwei ziemlich gute Chancen für Bardon, mit seiner Rückhand eben in das Spiel zu kommen. Hier hat er gute Platzierung gewechselt. Bisschen schwierig manchmal zu erkennen, aber die Rotation, die Bardon mit seiner Rückhand geht, ein sehr, sehr gutes Handgelenk ein, das den er hat, ist wirklich manchmal schwer zu lesen. Und wenn dann seine Bälle eine gewisse Länge haben und ein bisschen flacher bleiben, sind die auch nicht einfach zurückzuspielen. Eigentlich hier auch sehr, sehr gut mit Rückhand wieder angefangen und hier ist er spät am Ball. Der Kreuzschritt kommt etwas spät, dreht sich etwas spät. Und folgerichtig eigentlich auch als kleiner technischer Mängel der Fehler in der tiefen Vorhand. Und die 4:2 Führung für Kamal. Bardon hat ja jetzt auch ein bisschen besser den Weg gefunden, wie er seine Aufschläge zu setzen, zu platzieren hat. Die Aufschläge bleiben etwas mehr über dem Tisch. Und hier einmal mehr jetzt auf den Gegenläufer nochmal von Achanta Kamal. Kann Bardon einmal mehr ein bisschen mehr mit Rotation anfangen? Hier sieht man wieder, schwierig zu lesen, wie viel Rotation, sehr, sehr gutes Handgelenkeinsatz. Mit Rückern ist er sicherlich deutlich unangenehmer zu spielen, als eben in der Relation mit Vorhand. Aber diese Fehler, wenn Bardon im Spiel bleiben will, darf er nicht machen. Diese Möglichkeit, mit Rückhand zu kommen, das muss er nutzen.
Nicht die optimale Platzierung gewählt hier von Achanta Kamal. Auf der anderen Seite Michael Bardon sehr, sehr gut jetzt mit diesem Gegenspin. Zu 5 nach diesem guten Rückhand-Topspin parallel. Wie gesagt, Achanta Kamal ja insgesamt deutlich verbessert auf seiner Rückhandseite, der eben vorher eigentlich nur genutzt hatte, um den Ball im Spiel zu halten, um den Ball zu kontrollieren. Dieser Rückhand-Topspin ist jetzt deutlich besser geworden. Und er versucht dann nochmal die von mir angesprochene Rückhand eben einzusetzen. Das zweite Mal jetzt den direkten Fehler auf den wirklich sehr, sehr gut gesetzten Aufschlag von Achanta Kamal. Auch ziemlich viel Unterschnitt drin. Aber dafür der Gegenspin ist da. Er bleibt immer noch so ein bisschen dran. Ich glaube, dass Achanta Kamal jetzt das zweite Mal nicht die optimale Platzierung gewählt hat. Wenn er mit Vorhandseite anfängt, sollte er ein bisschen mehr zur Mitte anfangen. Er fängt zu klar in die Vorhand von Bardon an. Und das gibt ihm die Möglichkeit, den Gegentopspin aggressiv zu setzen. 9:6 Führung. Ich war ja zwischendurch in diesem vierten Satz ein bisschen geneigt, dazu zu sagen, dass Achanta ein bisschen Respekt gezeigt hat nach den vergebenen ersten zwei Matchbällen im dritten Satz. Aber er hat wieder so seine Linie gefunden. 10:6 und er kämpft sich jetzt Matchball Nummer 3. Wieder abgewehrt von Michael Bardon. Einmal nach diesem Rückhand-Topspin eigentlich richtig umzulaufen, aber er war ein bisschen zu nah. Vielleicht auch, weil der Rückhandball von Bardon gut gekickt hat. Aber diesen Matchball nutzt er. 3:1 der Sieg von Achanta Kamal gegen Michael Bardon. Und damit die 3:0. Das 3:0 klar gemacht für Borussia Düsseldorf gegen Post SV Mühlhausen. Ich denke, ein erwartetes 3:0. Das ging so auch in der Höhe in Ordnung. Mühlhausen hat wirklich hier alles gegeben, hat eigentlich vor allem in den ersten zwei Matches richtig gut mitgehalten. Wenn man sich daran erinnert, Vosicki gegen Timo Boll, 1:0, 5:2 Führung. Auch im dritten lange mitgehalten, bevor die Klasse eines Timo Boll